Good afternoon and welcome to the second part of this program. I want you to listen carefully and see how you can be part of this creative project. So welcome to this part two. And now we want to talk about your present project. Okay. You have to tell us exactly how this project came into your mind, what you want to do with this project, what you want the people to see from this project. This neue Projekt heißt L'Air du Temps. L'Air du Temps ist ein französisches Wort, Satz. L'Air du Temps heißt, die Sachen, kann man sagen, in Mode. Wenn du Mode schaust, es gibt Stoff, die alt sind, wo man schon früher benutzt haben. Aber diese Stoff sind jetzt noch einmal benutzt. Es gibt Sachen, die kommen und die gehen. Die kommen, die gehen. Das ist ein Teil von L'Air du Temps. Wie heißt das, wenn du musst das in Deutsch sagen? Es ist schwierig zu sagen, es ist wie Luft, der geht, der kommt, der geht, der kommt. Okay. Und das ist einfach wie Mode. Mode, wenn du Mode schaust, und es gibt schon viele Sachen, die früher gemacht wurden. Genau. Creativity is coming back to the old school. Exactly. Yeah, yeah. Und L'Air du Temps ist auch der Name von einem Parfüm. Okay. Und dieser Parfüm habe ich meiner Tante für ihren Geburtstag geschenkt. Okay. Es war schon, ich denke, 98 circa. 98? Ja, und dieser Parfüm ist immer in meinem Kopf geblieben. Das heißt auch L'Air du Temps. Und dieses neue Projekt ist einfach wie, ich habe schon erste Projekt gemacht. Zweite Projekt bin ich im dritten Projekt. Es gibt eine Entwicklung von meine Qualität. Ich kann das besser machen. Und dieses Projekt ist, ich kann sagen, mein bestes Projekt. Von Qualität und von die verschiedenen Kreationen, die wird einfach präsentiert. Genau. Und das heißt, dieses Projekt ist auch Kleid. Kleid, genau. Mit Papier. Nein. Von was? Dieser neue Projekt ist einfach Kleid. Eine Mischung von viel Kreativität, nicht nur mit Stoff, mit Metall, mit vielleicht Gummi, mit Papier. Aber es gibt auch verschiedene Kleider mit Stoff, aber auch mit Kreativität. Das heißt, es gibt gemischt 100% Kreativität mit Stoff und dann 100% Kleid, wo kann man das einfach so anziehen. Weil irgendwann, ich muss auch Kleider machen, wo die Leute auf einen roten Teppich laufen können, auf eine Party gehen können, aber eine gute Party, nicht einfach ein Disco. Ja. Verstehst du? Genau. Mein Ziel ist auch, ich muss irgendwann auch meine Kreativität zu allen Leuten einfach geben oder schenken. Genau das. Was bist du? What do you want the people to see from this project? Ich möchte, dass, ich denke, in diesem Projekt habe ich alles gegeben. Meine Liebe. Meine Art. Ich bin in ein Niveau gekommen, wo ich finde das gut. Ich bin in ein gutes Niveau gekommen. Und ich möchte die Leute zeigen, wo ich bin. Weil es gibt viele Leute, die erste Projekt waren, zweite Projekt. Und ich möchte einfach Leute zeigen, ich bin noch dran und es ist besser. Okay. Und ich möchte auch, weil es ist besser geworden. Ich denke, jetzt ist Zeit, nicht in der Schweiz zu präsentieren, ist Zeit in Frankreich gehen, in Paris gehen, weil dort ist die Mode. Ich möchte meine Arbeit dort konfrontieren. Okay. Jetzt zeigen, ich bin bereit. What is saying is that this project that is doing now, this top project, is very unique. And for him, this is the best project he has ever been involved in. And because of that, he wants you to also see that he is better now. You know, to be yet better or stronger, you are better than before. This is what we want you to see. And he's not going to present this project only in Switzerland, but also in Paris. Yeah, it's going to be in Paris. Ich werde dieses Projekt wird am 1. Juli in Paris, 1. Juli 2017 in Paris präsentiert. Okay. He is presenting this project on the 1st of July 2017 in Paris. Genau. Ich bin mein dritter Projekt. Und dieses Projekt ist sehr gut. Dieses Projekt ist sehr gut. Du machst auch mehr Leute zeigen. Genau. He wants to show this project to more people. Genau das. Und der dritte Projekt, das Unterschied ist einfach,
ich brauche für dieses Projekt einen finanziellen Unterstützung. Okay. Und ich habe, wie kann man sagen, ein Crowdfunding gemacht. Mhm. Moment. Ich möchte, dass du mir sagen, die Leute sagen, wie kann sie die helfen? Okay. How, now he wants to tell you how you can be part of this project. Mein Projekt ist auf Internet. Okay. Es ist auf Französisch beschrieben, mhm. aber auf Facebook, man kann auch, wie kann man sagen, wir haben das erklärt auf Deutsch. Mhm. Und die Leute, sie können einfach auf einen, wie kann man sagen, Link gehen. Mhm. Auf dieser Link mhm. gibt alles. Ich habe. Moment, ich muss sagen, ja. Wie ist die Adresse von dieser Internetseite? Die Adresse von Internetseite, es heißt Ulul. Okay. Ulul ist einfach U-L. Das heißt, nein, der Link. Ja, der Link. Der Link ist in deine Website, oder? Das ist nicht meine Website. Das, okay. das ist eine Website für. Wenn du ein Projekt hast mhm. und du hast kein Geld, es gibt jetzt Unternehmen aufs Internet, die können dein Projekt unterstützen. Mhm. Das bedeutet, du musst ein Projekt beschreiben mhm. und ihnen das schicken. Mhm. Wenn sie das gut finden, ja. sie machen das auf ihrer Website mhm. und dann kannst du dann Werbung empfangen. Okay. Du kannst dann Leute den Link geben okay. und sie sollen einfach schauen, wie was? Das heißt, dieser Link ja. können wir die Leute in diesem Video genau. geben. Genau. The link for you to support will be just right under this video. Genau. So that you can click and support. Genau. Du hast gesagt, the website is Lulu. Nein, Lulu, nicht Lulu. Ulul. U-U-L-U-L-E. Okay. Da komm. Okay. Kannst du meinen Namen schreiben? Mm-hmm. Karl-Jalla. Okay. K-A-R-L mm-hmm. Y-A-L-A. Okay. Und wenn du das schreibst, mhm. dann findest du mein Projekt. Mhm. Und auf diesem Projekt, es ist auf Französisch beschrieben, mhm. aber es gibt verschiedene Links auf meine Website, mhm. es gibt Links auf verschiedene Videos von meiner Arbeit, mhm. es gibt auch Links nur von Video auf Deutsch, mhm. die erklären, wie, wer ist Karl-Jalla, was macht er, wie, wo, was. Mhm. Man kann mit meinem Video einfach alles einfach wissen. Okay. Und dann, aber in ja, Französisch. Im Französisch und im Deutsch auch. In Deutsch, in okay. Deutsch auch. Okay. Und, okay. und genau das. Mhm. Und dort kann man geben, was man einfach kann oder will. Okay. Wenn man mein Projekt gut findet, yeah, yeah, kann die Idee ist, dass on the Internet, you go to the website ulule.com. Ulule.com and there you can search for his name Karl-Jalla, K-A-R-O-L and Yala is Y-A-L-A. Exactly. You can find his name, follow mm. the link and give whatever you can give. Genau das. Aber ich habe für dieses Projekt 10.000 Euro gefragt. Okay. Und jetzt sind fast 3.000. Okay. He is looking for 10.000 Euros to make this project a reality. And right now, they have about 3.5. Yeah. 3.5. Genau, exactly. 3,500 Swiss francs. Euro. Euros, okay. Euro. Okay. Euro. Und, Euros. Und wir haben jetzt 37 Tage, damit wir einfach dieses Geld sammeln können. Mhm. Das bedeutet noch 37 Tage. Okay. Nach diesem Datum, static. Okay, so the idea is this. Right now, we need 10,000, he needs 10,000 euros to make this project a reality. Right now, he has about 3,500 euros. That means we need 6,500 euros and he has 37 days to end this campaign. Yeah, genau. That's in 37 Tage. Genau. The campaign is closed. Genau. Yeah. Und wenn wir nicht 10.000 Franken bekommen, mm-hmm. dann Geld kommt zurück auf diese Leute. Okay, and if he doesn't get this 10.000 Swiss euros, the money goes back to the donors. Genau. Yeah, the money genau. goes back to you that have given. So let genau. us all give to see how we can make this project a reality. Und wenn Sie wollen einfach schauen, was ich genau mache, was ich kreiere, ich habe auch meine Website. Auf die, mhm. die Website, die können einfach gehen. Website ist einfach Chocolate. Mhm. Chocolate. Chocolate like Factory. Chocolate. Uh-huh. Like this, Factory. Mhm. Punkt. Sehr. Okay. Chocolate. Yes. Dash. Ja.
chocolate-factory.ch. That is how you can be part of this project. This project is going to be great. And on the 1st of July 2017, the project will be presented in France, in Paris, and we in Switzerland. We want to also try to see how we can have this project to see this project. That means that all the people in Switzerland have to give money, have to support to see that we can also be part of this project in Switzerland. Brother, thank you very much, sir. Thank you very much. I hope that everybody viewing this video, if you are in Switzerland, you are in Africa, you are somewhere in Europe, follow this talk, follow the link below and see how you can be part of this project. Nothing is too small for this project. Thank you so much. This is Tell Africans. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you for coming. Thank you. So, du kannst jetzt zum den Leuten des Schweiz etwas sagen. Ich möchte sagen, danke vielmal für Ihre Zeit, wenn Sie das Video schauen. Und es ist wirklich ein sehr gutes Projekt. Und wenn Sie das finanziell unterstützen, Sie werden etwas gut machen, weil die Kreationen sind wunderbar und wunderschön. Danke vielmals. Thank you very much. Du kannst auch gut Französisch. Ah, mais en français, c'est bien. Je voudrais remercier la plupart des gens qui ont regardé cette vidéo. Je ne sais pas s'ils pourront comprendre l'allemand ou alors l'anglais, mais je tiens à vous dire merci déjà si vous regardez la vidéo. Et je pense qu'il faudrait supporter les gens, les artistes, et ce n'est pas évident, les artistes qui font ce travail-là. Et c'est grâce à vous, si on arrive à créer, c'est grâce à vous si on arrive à avancer. Et j'espère que ce projet vous plaira. Je pense qu'il vous plaira. Et merci beaucoup. Merci. Thank you very much, Tell Africans. Continue to watch us as we continue to talk with Africans and great people around us in Switzerland and in Europe. Thank you.